Hier zeige ich Ihnen meinen mobilen Werkzeugtisch. Der Tisch hat Platz für 6 verschiedene Stationärmaschinen und der Tisch selber hat eine Dimension von 1,20 Meter Länge und 60 cm Breite. So, wie gesagt, der Tisch ist jetzt in der Parkierposition. Wenn der zum Einsatz kommt oder wenn eine Maschine davon zum Einsatz kommt, dann kann ich hier die Räder lösen und dann den Tisch einfach in die gewünschte Position bringen. Ich stelle jetzt die verschiedenen Maschinen mal vor. Hier habe ich eine Kappumgebungssäge und oben habe ich eine Tischkreissäge. Die Kappumgebungssäge kann ich hier bedienen. Ich kann also das Material hier auslegen, kann große Blätter schneiden bis 3 Meter, wenn es sein muss. Ich habe dann dazu noch einen Bock gebaut und dieser Bock, der hat hier genau die gleiche Höhe wie der Sägetisch. Das heißt, wenn ich also große Stücke habe, große Bretter habe, dann kann ich die hier auflegen und dann sind die ganz genau horizontal auf der gleichen Höhe wie der Tisch. Dann, wenn ich zum Beispiel mit der Tischkreissäge lange Bretter schneiden muss, dann ist die Länge in dieser Position limitiert. Man sieht also, das Brett schlägt dann auf bei der Schleifmaschine, kann ich nicht mehr länger schneiden. Das kann man leicht umgehen, indem man hier den Tisch auf 45 Grad stellt. So, ungefähr so. Hier 10 Mal. Und dann stelle ich die Maschine ebenfalls auf 45 Grad. 45 und 45, 90. Und jetzt kann ich hier relativ lange Bretter zusägen. Ich gehe dann neben der Maschine hinten vorbei. Ist extra so ausgedacht, dass man da auch lange Stücke zusägen kann mit der Tischkreissäge. So, das wäre die Tischkreissäge. Ich stelle die wieder in die Ausgangsposition. So, dann habe ich auf dieser Seite eine ganz normale Schleifmaschine, komme ich gut dazu, kein Problem, kann man auf beiden Rädern zuschleifen. Auf dieser Seite hier gibt es eine Standbohrmaschine, auch hier habe ich eigentlich mit dem Material kein Problem. In der Regel bohrt man ja auch nicht so große Stücke auf der Standbohrmaschine. Aber selbst wenn, kann ich da also gut bis zu ganz große Stücke bohren. So, dann unten habe ich einen dicken Hobel. Wie gesagt, ergonomisch nicht optimal. Aber ich muss natürlich auch sagen, diese Maschine wird ja auch nicht jeden Tag gebraucht. Für einen Hobbyschneider reicht das absolut aus. Auch hier kann ich den dicken Hobel von hinten füttern und der Auswurf ist dann vorne. Und dann drehe ich die Maschine mal. Dann sehen wir noch auf der anderen Seite. So. Hier habe ich einen Frästisch angebaut. Das heißt, dieser Frästisch, der kann mit 2 einfachen Griffen aufgebaut werden. Dann habe ich hier quasi die Fräskante. Jetzt zum Arbeiten. Das ist eine nicht sehr ideale Höhe. Dazu habe ich einen Kombi-Hocker. Dieser Hocker ist eigentlich, das ist zugleich auch der Abfall. Ja.
hier genau die exakte Höhe, die ich brauche, um an diesem Tisch arbeiten zu können. Dann, was gibt es noch? Ja, jetzt nehme ich dann die Kamera, gehe mit der Kamera herum und da kann ich Ihnen noch ein bisschen zeigen, wie die Details ausgearbeitet sind. Das hier ist der Frästisch, wie er aufgebaut ist. Hier sieht man, hat es ein Loch im Korpus. Das ist notwendig, weil in der geparkten Position versenkt sich hier diese Fräsmaschine in das Loch. Ich kann das mal zeigen. Ich lupfe hier den Tisch, dann geht er zu und die Maschine verschwindet im Loch. So, das ist dann die Parkposition und wie gesagt, zum Fräsen lege ich das einfach auf, wieder drunter. So, und dann ist das genug stabil. Hier kann ich die Maschine einstellen. Und so wird sie wieder gepackt. Was man hier sieht, das ist noch ein Späneabsauger. Hier kann ich einen Schlauch anschließen, der dann direkt zum Absauggerät geht. Hier zum Beispiel sieht man, alle Maschinen werden zentral angeschlossen an einem Kabel. Dieses Kabel ist hier aufgerollt, kann dann abgerollt werden und angeschlossen werden und dann sind automatisch alle Maschinen angeschlossen. Hier die oberste Schublade, das ist eigentlich eine blinde Schublade, kann man nicht öffnen und hier drinnen ist die Stromverteilung. Vielleicht noch eine Bemerkung zu den Rädern. Also der Tisch steht auf 4 Rädern, wovon 2 fix sind. Dieses hier ist fix. Und die vorderen Räder, die sind dann beweglich. So kann ich eigentlich den Tisch überall hinschieben, wo ich ihn gerne hätte. Wieso habe ich nicht alle beweglich gemacht? Ganz einfach, die Stabilität des Tisches ist natürlich viel höher, wenn 2 Räder fix sind. Dann kann er sich seitlich nicht verschieben. Beide Räder hier kann ich natürlich arretieren und dann bewegt sich der Tisch nicht mehr. So, das wäre also mein Maschinentisch. Wenn Sie diesen Maschinentisch vielleicht selber nachbauen möchten und auch eine ähnliche Konstruktion machen möchten, dann kann ich Ihnen empfehlen, dieses Heftlein hier, Holzwerken Werkstatt, ein deutscher Verlag. Und in diesem Heft wurde dieser Maschinentisch ausführlich beschrieben. Man sieht das hier. Es gibt sogar eine Explosionszeichnung dazu, wo Sie alle Angaben und alle Daten im Detail haben. Das Heft selber ist vom Winter 2017, kann aber im Verlag immer noch bestellt werden. Einfach am besten holzwerken.net können Sie das Heft nachbestellen. Das wär's, ich danke Ihnen wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.